Unsere Kontrollgruppe wurde ins Leben gerufen, weil sich in Hamburg viel zu viele Fahrzeugführer nicht an Regeln halten, viel zu viele illegal manipulierte Fahrzeuge auf der Straße sind und im Bereich Lärmtuning unsere Stadt mit einem Höllenlärm belästigen und auch im Bereich illegale Autorennen, Rasen, maximalen Geschwindigkeitsübertretungen für erhebliche Gefahren sorgen. Zwei Schwerpunkte, das ist einmal das Lärmposen und auch die illegalen, die nicht genehmigten Fahrzeugrennen. Beides birgt eine gewisse Gefahr für sich. Das ist ein Ford Mustang, der im Originalzustand 440 PS hat. Dieses Fahrzeug ist so verändert worden, dass es jetzt an die 700 PS hat. Da ist ein Kompressor verbaut worden. Hier ist auch noch einiges anderes verändert worden, das Fahrwerk. Es ist eine nicht genehmigte Abgasanlage unter diesem Fahrzeug. So wie es jetzt hier steht, im Straßenverkehr nicht zulässig. Sehr, sehr laut. Unsere Bilanz ist, dass wir viele, viele Fahrzeuge angehalten haben, 52 Mal das Erlöschen der Betriebserlaubnis feststellen mussten, wegen technischer Mängel, und 20 Fahrzeuge sicherstellen mussten, damit das im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens beweissicher durch einen Gutachter dokumentiert werden konnte. Es sind zumeist Männer. Es sind ganz, ganz wenige weibliche Fahrzeugführerinnen, die sich da halt entsprechend negativ zeigen. Und ansonsten haben wir vom Alter bis von ganz jung bis ganz alt alles dabei.